Ohne NATO leben, Ideen zum Frieden. Podium Kooperation statt Konfrontation für eine neue Friedens- und Sicherheitsordnung. Es spricht Rainer Braun. Ja, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, wir, die wir heute da sind und die zugeschaltet waren, die vielen, wir sind eigentlich der Ausdruck, für den Friedensbewegung immer gestanden hat. Widerborstig, couragiert, engagiert und ultimativ für den Frieden. Und mir ist in den letzten Wochen immer wieder der Gedanke gekommen, wie müssen sich eigentlich Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Sommer 1914 gefühlt haben, als die gesamte Sozialdemokratie hysterisch angefeuert mit in den Krieg zog und alleine da standen. Und sie haben nicht aufgegeben. Sie haben gekämpft. Sie sind ins Zuchthaus gegangen. Wir werden bisher nur attackiert und angegriffen für unsere Position. Aber wir stehen in dieser Tradition von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und ich ergänze von Bertha von Suttner. Und diese Tradition ist ultimativ mit einem Gedanken verbunden. Frieden ist die Ultima Ratio und Krieg ist die Ultima Irratio. Und dieser Logik werden wir trotz Frau Baerbock, trotz Herrn Scholz, und trotz aller, die bei den Linken gerade überlaufen, dieser Logik werden wir nicht abspenstig werden, sondern werden sie couragiert umsetzen. Und dafür waren die Ostermärsche ein Beispiel und dafür ist diese Konferenz, die so dringend notwendig war, auch ein Beispiel. Und in dieser Tradition sollten wir unsere Aktivitäten fortsetzen. Und wenn ich das sage, sage ich das nicht, weil ich Putin liebe oder weil ich, wie heißt es so schön, ein Verteidiger des Kremls bringe, übrigens ein wunderschönes Gebäude, sondern sage ich das raus, weil es um zwei Logiken geht, die sich diametral gegenüberstehen. Es gibt die Friedenslogik, die Frieden, das heißt Kooperation, Verhandlungen, Dialog, Abrüstung, die Sicherheitsinteressen des anderen genauso beachten wie meine Sicherheitsinteressen. Politik der gemeinsamen Sicherheit. Das ist die Friedenslogik. Und der steht gegenüber die Kriegslogik. Nämlich Krieg als Fortsetzung der Politik anzusehen mit anderen Mitteln und dann schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Und wissend, dass diese schwere Waffenlieferung eine Rüstungsspirale in Gang setzen kann, die zum Dritten Weltkrieg zum Atomkrieg führen kann. Und wir werden uns niemals als Friedensbewegung, so sehr sie uns auch Putin, Versteher, Verschwörer und sonst was beschimpfen, von dieser Friedenslogik abbringen lassen. Weil das ist die ultimative Alternative zur Kriegslogik. Um diese Grundfrage geht es. Und wie wir die Friedenslogik ausgestalten, darüber werden wir weiter diskutieren und auch streiten. Das ist Friedensbewegung. Und diese Friedenslogik werden wir, und das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, nachdem wir mal, würde ich mal sagen, die ersten brutalen Attacke Friedensbewegung endlich zur Kriegsbewegung zu machen, überwunden haben. Nachdem wir diese Attacken überwunden haben und in den Ostermarsch gezeigt haben, wir sind noch wer und gehen auf die Straße für unsere Position. Diese Friedenslogik müssen wir jetzt weiter ausbauen. Und um diese Friedenslogik auszubauen, möchte ich mal drei Punkte sagen, die mir ganz, ganz wichtig erscheinen. Ich glaube, dass wir, da nehme ich mich völlig ein, diese Welt noch immer viel zu eurozentriert sehen. Warum folgt die große Mehrheit der Länder, der großen Länder, nicht dieser Kriegslogik der NATO? Weil sie genau wissen, diese Kriegslogik geht zu ihren Kosten und auf ihren Schultern, auf ihren Rücken. Und sie sind möglicherweise das nächste Opfer dieser Kriegslogik.
Deswegen sagen und China über Indonesien bis Saudi-Arabien Nein zu dieser Logik. Die wollen nicht in diesen Dreck hineingezogen werden, weil es eine Stärkung der NATO und der Kriegstreiber des letzten Jahres gilt. Diese Länder haben doch nicht vergessen, wie die tagtägliche Doppelmoral in dieser Politik herrscht. Gestern hat der Deutsche Bundestag was beschlossen zu Mali. Da führen wir Krieg. Da töten wir täglich. Jetzt sind wir auch noch im Niger. Und wo wollen wir denn noch alles hin? Afghanistan ist noch nicht aufgearbeitet. Dieses Fiasko, das mit Lug und Trug und Völkerrechtsbruch vom ersten Moment an begonnen worden, mit deutscher Beteiligung. Der Herr Oberst wurde zum Generalmajor, obwohl er 100 Menschen auf dem Gewissen hat. Aber diese Doppelmoral ist doch für den Menschen dieser Erde nicht vergessen. Und die wollen nicht in diesen Dreck hineingezogen werden. Und wir sollten uns etwas mutiger aufstellen und sagen, jawohl, wir sind die Stimme der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung und vieler, vieler Regierungen dieser Erde, die diesen Krieg in der Ukraine nicht wollen, die raus wollen aus diesem Krieg, die wollen zu friedlichen Lösungen von Konflikten. Das gibt uns auch eine andere Stärke. Das ist nicht die Stärke, dass wir mit denen übereinstimmen. Das ist aber die Stärke der Verteidigung des Friedens. Und in dieser Universität hat mal jemand gesagt, den man ja nicht zitieren darf, wir brauchen eine Koalition der Vernunft und des Realismus. Der Mensch ist Erich Honecker. Und dieser Gedanke ist richtig. Wir brauchen heute eine Koalition der Vernunft und des Realismus für eine Politik der gemeinsamen Sicherheit als Alternative zu dieser Kriegspolitik. Das ist die Herausforderung, vor der wir als Friedensbewegung mit uns allen, mit euch stehen. Und dieser Aufgabe müssen wir uns insgesamt widmen. Ich bin heute gefragt worden in einem Interview, muss die Friedensbewegung nicht abschwören? Ja, ich habe einen Augenblick gedacht, was soll ich denn jetzt sagen? Und dann habe ich die Kollegin gefragt, sollen wir abschwören, dass die NATO noch ein Kriegsbündnis ist? Sollen wir abschwören, dass die NATO 70% der Rüstungsausgaben ausgibt? Dass die NATO in 18 Kriegen in dieser Welt und in über 150 Konflikten mitverwickelt ist? Sollen wir abschwören, dass die NATO eine Spur von völkerrechtswidrigen Stärkung des Faschismus und Ähnliches seit 1949 mit sich zieht? Nein, wir abschwören. Bei unserer NATO-Position gibt es keinen Grund, sondern es gibt Grund, die Kritik an dieser NATO als aggressives Militärbündnis zu verstärken. Und dies muss, und da greife ich selber mit China nochmal auf, muss ein Punkt noch viel stärker umfassen als bisher. North Atlantic Treaty nennt sich das Ding. North Atlantic hat nichts mehr mit der NATO zu tun. Die NATO ist heute das globale Militärbündnis der Welt zur Schwächung von China und Russland. Und umzingelt nicht nur Russland, was sie mit großem Erfolg, mit Unterstützung deutscher Politik die letzten Jahrzehnte gemacht haben, sondern ist durch die Kooperation mit Japan, Südkorea, Malaysia, Indonesien, Singapur heute das Militärbündnis der Welt unter Führung der USA, das China einzingeln will und dass das Rad der Geschichte, nämlich die Veränderung der Weltkräftekonstellation, diese gerade grundsätzliche Veränderung, die wir gerade erleben, zurückschrauben will zur Dominanz des alten weißen Mannes, der 500 Jahre kolonial diese Welt beherrscht hat. Und zu diesem weißen Mann zähle ich jetzt die etwas jüngere USA mit hinzu. Dieses soll sich wieder durchsetzen und nicht ein Weltsystem, das auf Kooperation und Gemeinsamkeit basiert, das Austausch, das Handeln miteinander treibt. Und dieses Weltsystem ist aber unseres, weil es das Weltsystem ist, das auf Positionen der gemeinsamen Sicherheit basiert. Und dazu brauchen wir ein Element, und ich muss das in einer Universität sagen, das heißt Kontakte zwischen den Menschen in allen Ländern. Und wenn ich das sage, muss ich in einem Satz anfügen, es ist geradezu verwerflich, um noch ein positives Begriff zu gebrauchen, dass die deutsche Wissenschaft
Max-Planck-Gesellschaft, Deutsche Forschungsgemeinschaft, DAD und wie sie alle heißen, alle Wissenschaftskontakte nach Russland abgebrochen haben. Die Max-Planck-Gesellschaft in St. Peter, Max-Planck-Institut in St. Petersburg geschlossen haben. Wie hörig, wie unterwürfig muss man denn eigentlich unter Politik noch sein, um so einen Schritt mitzumachen, statt Wissenschaft im einsteinschen Sinne als internationales Kooperationsprojekt zu sehen, das die Menschen zusammenführt, das wieder Gemeinsamkeiten entwickeln will. Ich wollte an dieser Stelle nochmal sagen, wir brauchen sofort und umgehend wieder alle gesellschaftlichen Kontakte nach Russland, von Menschen zu Menschen, um zusammenzuführen, was so dringend notwendig zusammengeführt werden muss. Mein letzter Gedanke ist, wir reden ja morgen weiter. Wir machen morgen die Aktionskonferenz. Wir haben einen Monat vor uns, das ist ein Aktionsmonat für Frieden. Wir haben Madrid mit dem NATO-Gipfel und den Protesten. Wir haben alle, die ein bisschen weiter wegkommen, Elmau in München mit dem Kriegsgipfel von G7. Wir haben Rammstein-Proteste. Wir haben in Berlin die Proteste gegen die Entscheidung des Bundestages über den Haushalt nächste Woche. Und dann haben wir auch noch hoffentlich die großen Proteste gegen dieses unsägliche 100-Milliarden-Projekt. Wir stehen also vor vielen möglichen Aktionen, die aber alle nur was werden, wenn ihr und viele andere, die ihr mitbringt, mitmacht. Was sich wird, wie dieses Klima in diesem Lande sich weiterentwickelt, in den beschriebenen Richtungen von heute, von Entdemokratisierung und Militarisierung oder in die gegengesetzte Richtung, hängt von unseren Aktionen in den nächsten Monaten ab. Von daher hoffe ich, alle von euch bald wieder irgendwo auf den Straßen und Plätzen dieser Republik zu sehen. Wir können es schaffen, aber es wird eine große, große Herausforderung. Aber vor wann hat die Friedensbewegung nicht vor großen Herausforderungen gestanden? Wir haben sie immer angenommen. Schreiben Sie uns für Kritiken, Anregungen und Fragen kongress@frieden-links.de. Dieser Beitrag wurde vom YouTube-Kanal Der Rote Platz unterstützt.